Hallöchen, Leute, wir spielen Hack. An die Fresse. Ricky, du hast damit Besuch, höre ich. Ja. Ich bin sehr hungrig heute. Das war mein Magen. Warum hörst du dann Bellen bei. Warum hört man Bellen bei dir, wenn du hungrig bist? Mein Magen schnappt schon zu. Das ist so. Okay. Mein Magen bekommt in so einen Mund und schnappt einfach nach Leute. Das war doch. Welche Serie war das? Ich glaube, Simpsons war das, oder? Simpsons und SpongeBob. Echt? Bei SpongeBob auch? Nein! Ja. Okay. Kann ich da rechts drauf laufen? Ja. Oh mein Gott, wir sind hier übrigens in der Mario-Hölle. Ja, was ist da, Ricky? Das ist der Midpoint. Der Midpoint? Der Midpoint. Yeah. Die Mittelstange. Ricky, weißt du, was ich mit Entsetzen feststellen musste? Shit. Was denn? Weißt du, was Leute sich. Weißt du, was manche Leute in den Kommentaren munkeln? Das Kommentare, dass das Intro voll nervt. Fuck! Und du da runtergefallen bist. Das war dumm. Das. Nein. Sondern? Leute munkeln, dass wir gar nicht mal so gut in dem Spiel sind. Was? Ja? Was bilden diese. Okay, passt auf, Leute. Wir legen jetzt unser MLG-Gameplay hin. Los, Ricky, wir werden. Wisst ihr was? Ihr seid selber schuld. Ihr werdet jetzt das restliche Let's Play über nur noch Ricky spielen sehen, weil wir einfach nicht mehr sterben. Richtig. In dem Fall Ricky. Ja, ich. Okay, in dem Fall ich. Ja, in dem Fall ich. Ich wollte. Es ist ja halt Mox' Projekt. Ich bin ja nur zum Kommentieren hier. Ja. Richtig. Bist du hier, um gut auszusehen und hin und wieder Lache rüberzubringen, wenn der Hund auf einmal losfällt und die Leute. Ein? Genau. Was bildet ihr euch ein? Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir sind hier. Ihr habt uns zu sagen, Alter, spielt ihr gut. Ihr seid ja die besten Menschen dieser Welt. Ja. Ja. Wir sind auch die besten Menschen der Welt. Ja. Wo ist unser Nobelpreis? Richtig. Hitler hat einen bekommen. Da können wir doch auch einen haben. Ja. Ja. Hup. Vielleicht bekommen wir deswegen gerade keinen, weil ich Zigeuner bin. Fuck! Ja, warum bekomme ich dann keinen? Du bist mit mir befreundet, das macht dich auch zu einem. Ich bin eine 1A-Persönlichkeit, mein Freund. Du bist ein Pilz. Bin ich nicht. Ach ja, verdammt. Ich bin immer wieder verwirrt, das tut mir leid. Apropos verwirrt, Ricky, weißt du, welche Bombe wir irgendwann mal, beziehungsweise das wollte ich vor kurzem Lego City einen Coverpart machen, aber hat sich da nicht so angeboten, weil es die einzige Mission mit Zeitlimit war. Aber weißt du, welche Bombe man irgendwann mal droppen soll? Alter, bist du auf dem Feuer gespinjumpt? Ja. Alter, mein Mikrofon ist sowas von zu laut eingestellt in letzter Zeit. Deins oder meins? Meins. Achso. Ich auf Steuer permanent. Egal, das klären wir alles, Leute. Nein, weißt du, welche Bombe wir platzen lassen sollten? Irgendwann müssen wir ein paar von den WhatsApp-Nachrichten abspielen. Oh, die sind super. Oh, Comedy-Gold, meine Freunde. Ja, und... Fuck. Bei 100.000 Euro gebe ich meine Nummer frei. Nein! Bei 100.000 Abonnenten, das ist, gibst du meine Nummer, dann könnt ihr auch mit in die Gruppe. Alter, sag sowas nicht. Pass auf, da gibt's eine lustige Geschichte. Ja. Und zwar wie manch einer unter euch, wahrscheinlich inzwischen mal weniger. Wir spielen aktuell übrigens richtig scheiße. Ja. Wir sollten uns zusammenreißen. Wie manche unter euch weiß, habe ich ja nicht mit dem MOG-Kanal gestartet, sondern hatte davor dem Kanal mit Nico und Tobi. Nico war hin und wieder bei MOP mal dabei und Tobi war bei dem GTA Tag 1 dabei. Er hat nur wenig gesagt. Er wusste auch nicht so recht, was er von den Betrunkenen... Ja, genau, bei Featuring Games ist der Kanal. Ja, den hatten wir zu dritt. Und, was wollte ich jetzt sagen? Genau! Und da gab es dann so, hey, wenn wir irgendwann mal 100.000 Abonnenten haben sollten, dann machen wir eine WG auf und so. Jetzt sitze ich da mit ungefähr 300.000 und denke mir so, wo ist die WG? Nein, zum Glück. Shit! Ah. Okay, Fokus. Und ich denke mir so, 100.000. Ich glaube nicht, dass das ein sonderlich erfolgreiches und gutes Leben wäre, das man dafür hat. Nee, weil man, ja, was hat man denn gedacht, was man da einnimmt? Schon eine Menge. Ja. So. 100.000, da habe ich bestimmt ja 400.000 ein. Man denkt sich so, da ist ja bestimmt 100.000 pro Monat drin. Ja. Ganz klar denkt sich ja jeder. Tatsächlich sind es nur 50.000. Ja. Denke ich mir, Alter, 50.000, dann soll ich da noch zwei hungrige Boiler durchfüttern. Niemals! Okay. Auch noch den Tobi. Vor allem Nico, der ist Brillenträger. Alter, was ein Idiot. Yeah. Der Mave war heute auch richtig aggressiv. Ja. Wisst ihr, wie er Ricky genannt hat? Hurensohn. Ja, das auch. Und Brillenschlange. Alter, warum bist du nicht an den Fragezeichenblock gegangen? Da war doch bestimmt noch eine Münze drin. Alter, Ricky. Ja.
Das ist keine gute Leistung, die wir an den Tag legen. Ich weiß. Aber ich glaube, wenn wir das Level geschafft haben, dann wird alles wieder besser. Wir müssen auch erst wieder reinkommen, Leute. Es sind ja wieder drei. Es ist echt lange Zeit zwischen dir und der letzten Aufnahme vergangen. Ja. Also auch sehr traumatisch. Ihr glaubt gar nicht, das mit der Krabbe. Ihr glaubt es gar nicht. Deswegen ja, erzähle ich es nicht. Gebumst. Ja. Oh, nein! Da kann man nicht rein, oder? Nein. Da ist nur Münze. Und diese Chucks! Ja, die Chucks sind echt nervig. Alter, was wollt ihr denn von mir? Lass mich doch in Ruhe! Nein! Es ist nicht so einfach. Also, es ist wie so 1000 Leute. Ja? Hallo? Ihr beiden seid ja voll schlecht. Ich hätte das schon. Ich habe das mit 4 gemacht, mit den Füßen. Ja. Du Trottel! Das geht gar nicht. Der Heck ist erst seit einem Monat draußen oder so. Ich ja, weiß. Flugscheißer. Ich meine nicht dich, ich meine den Zuschauer. Ach so. Ja. Außer du wurdest diese Woche gerade erst 5 Jahre alt. Kommt ja auch vor, manche Zuschauer sind erschreckend jung. Ja. Ja. Man sich da immer die Frage stellt. Ich meine, ich will ja niemanden Vorwürfe machen, aber. Manchmal. Warum finden so viele Eltern es okay, ihre wirklich jungen Kinder allein im Internet zu lassen? Ja, keine Ahnung. Was für Rabeneltern sind denn das? Will ich nicht unbedingt sagen, aber. Bei mir gab's sowas nie. Bei mir war Internet? Was ist das Internet? Das heißt wahr. Okay, wir sind beide Game Over, Ricky. Ja, aber wir können immerhin wieder da starten. Das ist also, als wäre nie was passiert. Yay, nein, der Checkpoint fehlt. Okay, wir dürfen jetzt, wir brauchen eine Feuerblume. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Ich denke eher, ja. Fucking Chucks. Okay, Fokus. Okay, Fokus. Kleiner Mario, ich muss jetzt gut sein. Hm. Okay. Ich hab dich gerade in den Lava fallen sehen, ne? Also ich hab wirklich gedacht, du fällst jetzt in die Lava da rein. Hat der Pilz sich gerade bewegt? Ich glaube nicht. Es liegt nur daran, dass du betrunken bist. Achso, ja, das hat nichts damit zu tun. Der ganz letzte ist das, der ganz rechts. Warte, wenn ich nach links schaue, dann geht der Pilz nach links, oder? Bullshit! Du musst sie von der linken Seite ein bisschen anstupsen, aber du hättest vielleicht erst den Mittelpunkt nehmen sollen. Da hätten wir eine Feuerblume gehabt. Nein, nimm ihn nicht! Okay, ist ja gut. Sehr gut. Okay, Planänderung. Das ist echt kein weiter Weg bis zum Checkpoint. Yes! Okay. Ich habe jetzt eine Aufgabe, Ricky. Nicht sterben. Ich gehe da übrigens nicht durch tot. Erst nach 10.000 Malen. Pass auf, kannst Feuer. Auch auf sie draufhüpfen, Ricky. Das scheint mir in der Situation sehr viel sicherer zu sein. Nein, kannst du nicht, weil du gar nicht spielst. Oh, Ricky. Die Lady will ein bisschen mehr. Fuck. Fuck! Lauf, Mario! Lauf! Dreh dich nicht um! Oh, shit. Will ich hier rein? Oh, da ist mehr Lava. Oh, mehr Münzen. Ding, ding, ding. Eine Anusmünze. Nein, für was steht A? Für Apfelmus mit sich? Yes! Oh mein Gott! Ich hab mich gereinfallen sehen, ich war mir so sicher, dass ich in die Lava falle. Alter. Okay, das war eine durchaus solide Leistung, wenn ich das mal so selber von mir behaupten darf. Richtig. Und für alle Leute, die verwirrt sind, war mal ein Hund in der Hand gehört, ich passe momentan auf den Hund auf, also ich bitte nicht wundern. das ist nicht Zigeuner-Tradition, glaube ich. Ja. Ey, Ricky, ich hab einen Hund, pass mal auf den auf. Und dann sagt Ricky, okay. Okay. Und dann haben wir schon drüber geredet, dass Ricky einen neuen Stuhl hat? Oh mein Gott. Ich blende euch mal ein Bild von Rickys alten Stuhl ein. Oh, das seht ihr den Kabelbinder da? Das ist schrecklich. Und jetzt Rickys neuer Stuhl. Alter, das ist ein Stuhl. Da würde ich meinen Popo draufsetzen. Und er sitzt wirklich auch sehr gut drauf. Mein Gott. Und ich kann mich so zurücklehnen. Jetzt liege ich zurück. Kann mich schön einen runterholen dabei. Und wäre das ein Spiel, schön. Ich meine, dabei kann ich den schön. Wir spielen. Was kannst du dabei spielen? Die Musik ist zwar. Okay, ich habe meinen Pilz verloren. Pilz. Ja. Nein. Stuhle gut. Stuhle sehr gut. Jetzt sterbe nicht, ich will die Musik hören. Was habe ich gerade gesagt? Er ist nicht gesprungen. Naja, gut. Okay, wir haben schon ein Level geschafft, Ricky. Ich würde mal sagen, wir sind auf jeden Fall. Das Paar-Ziel ist erreicht. Zeitlich sind wir besser unterwegs als beim letzten Mal. Also, das Paar-Ziel ist erreicht. Auf jeden Fall. Shit. Okay, pass auf, jetzt mache ich Skill. Das war wirklich Skill. Ja, sag ich doch. Mit Anlauf. Ach du Kacke. Oder Spin-Jumpen. Mit Anlauf, Alter. Oder Spin-Jumpen. Wow! Oh, das bestimmt.
Alter, ich will da ja sowas von ran, das glaubst du gar nicht. Bin ja noch mehr Rad als du an den Hund. Und du und der Ricky will. Fuck! Der Ricky will an den Hund ran. Mm. Also richtig ran. Block! Mama, du sollst den Hund nicht kochen, du sollst ihn dünsten. Hast du schon mal einen Hund gegessen? Nein. Aber jetzt mal eine Frage. Wenn du irgendwo unterwegs wärst, wo man einen Hund essen kann. Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich esse auch kein Pferd. Warum? Das hat mit deinen komischen... Nein, aber es ist einfach so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich könnte nie einen Hund essen. Ja, aber die Sache ist, wenn er halt eh schon tot ist, dann... Nee, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine komische Frage. Vielleicht in einem Dorf. Ich weiß, mal gucken, weiß ich nicht. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich leg da gerade so krass einen Skill hin. Ich wollte auch gerade sagen, dann kam der Blind Jump. Und dann kam... Bla. Ich bin den Münzen entgegengesprungen und bin dafür gestorben. Ja, vertraue niemals Geld. 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 Oh, das ist nicht mal ein Pilz. Ich hab's auch geschafft, ohne getroffen zu werden, und ich hatte eine größere Hitbox, Alter. Ja, aber ernsthaft, ich glaube. Ich meine, ich würde nie sehen wollen, wie der Hund geschlachtet wird, aber. Nee. Wenn's halt schon mal da ist. Ja, wenn er schon mal da so liegt. Ich meine, schlecht werden soll er ja auch nicht. So ausgestopft ist ein Apfel im Mund im Arsch. Ich meine, wenn dir ein Krokodil zum Messer geboten wird, dann sagst du auch nicht, oh nein. Oder ein Lamm, Alter. Hast du schon mal ein Lamm gesehen? Nee, ich hab noch nie einen Lamm gegessen. Ich hab auch gefragt, ob du eins gesehen hast. Ja, das schon mal. Fuck! Ja, das essen die Leute auch und haben da keine moralischen Bedenken. Und das war noch klein, als es gestorben wurde. Als es gestorben wurde, Alter. Alter. Ich wollte, als es gestorben ist und geschlachtet wurde, gesagt. Und dann wurde es gestorben. Luigi wurde auch gerade gestorben. Okay, Alter, wir müssen uns jetzt wieder zusammenreißen. Fokus. Ja, Fokus. Ja, das Fokus. Ist echt so. Ich möchte ja, ich glaube fast... Dass Mock, du ins erste Level gehen und der Power-Ups farmen willst. Nein, Mock, pass auf, ich sage jetzt etwas. Und das hast du zuvor noch nie gehört. Ja. Ich glaube, die Zuschauer hatten recht. Alter. Sag sowas nicht, Ricky, du weißt nicht, was du damit anfängst. Oh Gott. Wenn die Zuschauer irgendwann mal denken, dass sie als sowas ähnliches wie Mensch anerkannt werden, dann können wir es auch gleich ganz bleiben lassen. Ja, das stimmt. Wir müssen denk da bleiben, dran, wo sie sind. Denkt immer dran, ihr seid weniger wert als wir. Genau, ihr seid ein Nichts, das sich froh schätzen kann, wenn es von einer unserer beiden Wenigkeit, die überhaupt mal auch nur im Entferntesten beachtet wird. Richtig. Dankeschön. Bitteschön. Was machen wir dafür, um uns diesen Rang zu verdienen? Wir spielen Spiele. Richtig. Es ist harte Arbeit, meine lieben Freunde. Das ist eine große Leistung. Ich bin so eine Art Künstler. Richtig, ich habe auf dem Stuhl mit Kabelbinder gesessen. Also das war schon, das grenzte schon an Folter. Natürlich, ja. Künstler haben immer arm angefangen. Es gibt keine glücklichen, guten Künstler. Nein! Oh. Nein! Zumindest ist mir keiner bekannt. Was mit Wollo? Wollo ist doch kein Künstler. Ja, zumindest kein glücklicher Künstler. Oh, shit. Aber das ist eher Kornel, der unglückliche Künstler. Ja. Okay, Ricky, ich hab Angst. Ah! Yes! Alter, der Morgi, der holt den Sieg heute heim. Der Morgi, der klärt. Yeah. Yeah. Der klärt die Zielfahnen. Ja, das ist eigentlich nur eine Zielstange. Yeah. Ja, nimm dein Leben, Alter. Du hast dir verdient. Du bist dran. Yeah. Aber wenn ich jetzt hier oben gehe, dann musst du Leben farmen. Ist nicht schlimm, mach. Dann gehst du hier oben beim Leben farmen. Ja. Och, ich mag die Lava-Welt. Warum ist das eine Lava-Welt? Okay, da war kein Pilz drin. Shit. Gleich haben wir es. Shit. Geben wir noch ein bisschen Zeit. Alter! Spinge einfach noch auf dem Podobo. Geh einfach weiter. Das ist mein letztes Leben. Geh einfach weiter. Nein! Oh Gott! Hallo, ihr Feuersäulen. Ihr seid heiß. Genau. Aus. Okay. Okay. Du musst Leben farmen gehen, Ricky, habe ich gehört. Wo waren denn viele Leben? Soll ich keine Ahnung, Level 1. Das soll ist die Frage, dass du stirbst am geringsten. Soll ich zur Krabbe gehen? Nein. Ich gehe zur Krabbe. Nein. Zur Krabbe, Alter. Das ist eine gute Taktik. Mann, wir spielen hier echt wie richtige, ehrenhafte Pros. Wir nehmen das Game Over, wenn es uns entgegenfliegt. Wir sagen dann, okay, versuchen wir es nochmal. Du hast recht, das nehmen wir jetzt auch. Was?
Was? Bist du irre? Doch. Wir müssen es tun. Morg, ich schaff das. Ah, du wirst sowas von sterben. Vertrau mir. Nein, das hat noch nie zu was geführt, weil ich dir vertraut habe. Das stimmt. Als ich noch an das eine Mal, als ich gesagt habe, hey, ich leide meinen Hund aus, aber du darfst nicht mit ihm flirten. Ja. Ja, und was habe ich dann am nächsten Tag im Briefkasten gefunden? Ja, einen Schwangeren. Ja, der Hund. Ja, ich rede über dich, Lady. Ludo, halt die Fresse. Die Musik ist voll, die ist richtig schmissig. Schmissig ist eins meiner Lieblingswörter, die kein Arsch verwendet. Alter! Nein! Ist das Game Over? Scheiße, naja, egal, aber wir üben es immerhin. Jetzt, also dadurch werden wir besser. Wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Dingens. Ich dachte gerade, hey, wir sind ja wieder da, wo wir aufgehört haben, aber nein, wir sind tatsächlich. Ich habe auch gerade gedacht, so geil. Ja, aber 5 Leben, das sollte reichen. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüss.